Seit knapp 10 Jahren gehe ich bei mir auf der Straße zum Lidl einkaufen und es gab bis jetzt auch nie ein Problem, bis sie angefangen haben, nachdem sie ihre Inventur durchgezogen haben und festgestellt haben, dass da sehr viel geklaut wurde, die Taschen intensiv an Kassenbereich zu durchsuchen. Das dürfen sie nicht. Sie sind keine Detektive, sie sind Kassenangestellte. Und jetzt mögen mich die Mitarbeiter nicht, weil nachdem sie mir Hausverbot verpasst haben, weil ich ihnen meine Taschen nicht vorzeigen wollte, übrigens wurde halt auch die Polizei gerufen. Das ist natürlich unangenehm, aber ich habe extra die Polizei kommen lassen, schön auf Kosten der Steuerzahler. Sie haben gesagt, ich habe hier Hausverbot, aber die Polizisten waren eigentlich genauso zurückgeblieben und dumm, muss man so konkret sagen, weil es gibt keinen bestimmten Tatverdacht, dass man einen einfach Hausverbot erteilt. Und wir haben hier auf der linken Seite das Urteil, welches ich erreicht habe. Wir haben auf der rechten Seite ein BGH-Urteil. Und zwar, die Ankündigung von Taschenkontrollen am Eingang ist unangemessen. Ich fasse das für Sie mal kurz zusammen. Weil die wesentliche Grundgedanken der gesetzlichen Regelung abweichen, nach der Taschenkontrolle nur bei konkreten Diebstahlverdacht zulässig sind. Die Mitarbeiter haben mir gesagt, ich soll mich doch bitte an Chefetage wenden, weil sie von oben Anweisungen haben. Aber die Dame, die mit mir halt quasi das Gespräch geführt hat, meinte, nee, das ist nicht von oben, das ist einfach Eigendynamik. Also man weiß nicht, was hier los ist, aber wenn so viele Supermärkte doch kontrollieren, wie kann das Eigendynamik sein? Der Hinweis, wir bitten Sie höflich, die Tasche vorne an der Kasse abzugeben, stellt nur eine allgemeine Geschäftsbedingung dar. Und das heißt schon lange nicht, dass man auch diese allgemeine Geschäftsbedingung eingehen muss. Also hier ist das Urteil, wenn Sie wollen, können Sie sich das gerne mal anschauen. Amtsgericht Frankfurt am Main, Sadat gegen Lidl Stiftung und Co. Also ich bin ja ohne Anwalt wieder mal, ich habe keine Angst, ich gehe da voll rein, kein Problem. Besteht auch, dass zumindest bis zu der Klagepunkt kein Gerichtskosten angefallen sind, da sie mitgeteilt haben, dass die Beklagte das Hausverbot inzwischen wieder aufgehoben hat, dürfte sich ihre beabsichtigte Rechtsverfolgung erledigt haben. Also das Gericht sagt, okay, sie haben das Hausverbot ja sowieso aufgehoben und zwar ist es halt so, in einem allgemeinen Publikumsverkehr, also wenn ein Laden die Türen öffnet für das allgemeine Publikum, ja, dürfen sie nicht ohne betriftigen Grund oder Verdacht Taschen kontrollieren. Und das ist genau auch so ausgegangen, das Hausverbot wurde aufgehoben, ich habe für 10 Euro einen Gutschein bekommen, ich habe mir auch richtig 2 dicke, schöne Steaks gekauft. Ich finde das natürlich etwas traurig für Lidl selbst, sie sind sauer auf mich, weil jetzt können sie diese ganze Diebstähle nicht mehr kontrollieren. Mein Gott, man kann doch auch ein Security einsetzen, aber selbst wenn man daran sparen möchte, dann darf man doch nicht auf mich sauer sein. Also, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen, alles Gute und lassen Sie sich bitte nicht manipulieren.